So, ihr Freunde der Südsee, hallo und herzlich willkommen hier zum Let's Play Call of Duty Ghosts. Ich bin der Nichols von Team Space Let's Play. Ich darf euch durch die Kampagne führen oder euch dabei begleiten. Wir werden gemeinsam das Ganze hier durchnehmen. Ich komme gerade frisch von der Call of Duty Release Party hier in Berlin. Der Publisher Activision hat eingeladen, 3000 Gäste waren eigentlich eingeladen, insgesamt waren wir glaube ich 2500 circa. Das Ganze ging um 8 Uhr los abends und ging bis 4 Uhr morgens. Ich habe viele, viele Leute getroffen aus der Branche, es waren wirklich ein Haufen an Prominenz da. Ich werde, während wir hier spielen, ein bisschen was darüber erzählen, jedenfalls jetzt in der ersten Session, weil es halt noch aktuell ist. Ich denke, zu Beginn werden wir aber erstmal mit der Kampagne starten. Los geht's! So, Rocker-Dateien. Okay, freigeschaltete geheime Berichte ansehen. Nein, danke. Wir haben hier schon Heisenberg, offensichtlich aus Breaking Bad. Wusste gar nicht, dass der bei den Marines ist. Sieh mal einer, guck. So, wir machen mal ein neues Spiel. Dieses Spiel speichert an bestimmten Punkten automatisch. Bitte das System nicht abschalten, wenn die Nachricht speichern erscheint. Alles klärchen. So, wir spielen auf Soldat. Söldner ist nicht so die Klasse. Ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. 3 Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger, und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Okay, an sich schon gut. Habt ihr auch die Soundprobleme? Ich hoffe einfach mal, dass es ein Soundbug ist, aber alter Falter. Ja, das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. So, Elias und Hash. Die Grafik ist nicht hochgepumpt, das muss ich dazu sagen. Das schafft mein PC leider noch nicht. Ich spiele, wie gesagt, auch auf dem PC. Ich bin Logan Walker. Es sieht jetzt auch nicht ganz so nett aus, dass... Muss ich mir eingestehen. Oh, ich kann springen. Hammer geil. Ja, ich habe gerade, wie gesagt, Soundbugs gehabt. Ich hoffe, dass es vielleicht an meiner Grafikkarte liegt und ihr das eventuell nicht habt. Ich befürchte aber leider, dass ich es nicht ändern kann. Sonst müsste ich es alles nochmal neu machen. Und das möchte ich nicht. Die Ghosts, also. Ein Mythos, eine Legende, wie auch immer. Imposant eingefädelt. Oh, jetzt bricht hier schon wieder alles zusammen. What the fuck? Einfach nur. Schnell rüber, alles klar. Das ist sind die Standarddinger. Wir bewegen uns mal ein bisschen schneller. Oh, es ist ein viel größeres Erdbeben, glaube ich. Es ist halt Call of Duty und oh, die ganze Welt bricht schon wieder. Wie ist es Odin? Was ist denn Odin, bitte? Ich hätte gerne eine Erklärung für Odin. Das war knapp. Ey, Junge, fahr mich hier nicht um. Und ihr auch nicht. Ja, macht immer erstmal Fotos. Rennt bloß nicht weg. Wir rennen ja auch drauf zu. Ist ja viel geiler. Alter Vater. Ich komm, Herr Junge, ich komm. Was zur Hölle ist denn los? Wo waren wir noch gleich? Kalifornien?
zur Hölle einfach nur. Ja, ich bin am Start. Was passiert hier bloß gerade? Alter Vater. Ja, ich bin ja da, ich bin ja da. Boah, okay, kleines Quicktime-Event, kleines Script. Was ist Odin? Komm schon. Ja genau, was ist Odin? Das stellt sich uns gerade als Frage. What the fuck? Das ging aber schnell. Und auf einmal ist alles zerstört. Jawohl. Wahrscheinlich komplett alles in Schutt und Asche. Ich weiß gar nicht, wir laufen gerade auf 30 Frames. 60 Frames, es ist ein bisschen halbiert immer wieder so ein bisschen. Es ist halt unterschiedlich. Ich habe generell gerade nur 30 Frames aufgenommen. Oh Gott, das ist aber auch kantenflimmerig so schlecht, Alter. Odin, okay, da sieht man's. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Alles klar. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Roger, wir bereiten Luftschleuse C vor. Shuttle in Andock, Endphase. Shuttle, 10 Meter, beginne Rotation. Na geil. Okay, warte mal, ich muss mal ohne Spaß... Ich probiere es einfach mal. Grafikoptionen. Wie sind die denn alle eingestellt? Bla bla bla, automatisch, bla bla bla. Bildqualität ist halt sehr gering, ne? Wisst ihr was? Wir sehen uns sofort wieder. Ich mach ganz kurz Cut, kleinen Moment und stell das mal ein bisschen höher. Ein bisschen geht da noch auf jeden Fall. So schlecht ist mein PC nun auch wieder nicht. Er ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. So Leute, wir sind wieder zurück. Oh, ich habe auch einen Push. Ne? Push. Das erinnert mich jetzt stark hier an den neuen Film mit Sandra Bullock und George Clooney. Guten Tag. Starte, Druckausgleich. Ja, bitte. Ach, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Ja, und ich erst. Wie lange ist das her? 3 Monate? Ja, es waren harte 3 Monate hier draußen. Ziemlich allein alles. Ich konnte mir gerade jetzt nochmal das Intro neu angucken, weil er nochmal geladen hat. Also es war gut, dass ich einen Cut gemacht habe, sonst wäre das hier ganz komisch geendet. Und, es war nett auf jeden Fall. Und es ist halt Call of Duty, es ist alles imposant. Ja, mach ich gerne. What the fuck? LOL! Und offensichtlich, alter Vater. Und offensichtlich nehmen sie kein Blatt vom Mund. Ey, ich will eine Waffe. Gib mir eine Waffe, Junge. Ich mach die alle platt. Wenn ich da jetzt ein Gewehr gehabt hätte, hätte ich die alle verteidigt. Scheiße. Es geht jetzt schon los. Es wird Action geladen. Okay, da kommt meine Waffe. Oh Gott, ich habe den voll ins Gesicht geschossen. Alter Vater. Die Föderation? Odin geht auf Feuermodus. Dies ist keine Simulation. Sie dürfen nicht die Kontrolle über Odin erlangen. Okay, nachladen. Jetzt sind wir bereit für jeden Scheiß. Baker, Achtung, da sind noch mehr! Habe ich meine Kollegen gerade erschossen? Ich glaube leider ja. Fuck. Ich habe auch ein bisschen gefressen gerade. Tut mir leid, Bro. Okay, ja, es ist schon... Man muss es auch bewundern, dass Activision sich da immer wieder was Neues einfallen lässt. Also Call of Duty, alle Singleplayer-Kampagnen, die sind ja ein einziges Effektfeuerwerk. Und aber es ist nie das Gleiche. Und das ist halt ein einziges Auf und Ab. What the fuck? Alter, Odin, Alter, Odin legt mal richtig los. Okay, alles klar. Wir müssen hier weiter rein. Dann kommen sie von der Raumstation. Ja, ich bin dabei. What the? Wir werden gerade so ein bisschen ins Weltall gesogen. Hilfe. Hilfe. Ah, Platte. Es ruckelt. Boah, diverse Frame-Einbrüche leider. Das tut mir natürlich schon sehr leid, ne? Scheiße. Oh, das sind überall Gegner. Fällt mir mal so auf. Ich finde ja gut, dass wir in der Schwerelosigkeit so gut zielen können noch immer, ne? Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Ich bin ja dabei. Nach Hause schaffen wir es nicht, Baker.
Kapsel zur Destabilisierung nötig. 23 Grad, Makro der Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Okay, und das machen wir wie? Und vor allem, wie kommen wir hier weg? Ich fürchte ja gar nicht mehr, ne? Sind wir hier ran? Mosley, wo bist denn du? Mosley! Houston, ich habe Mosley verloren. Ich wiederhole, ich habe Mosley verloren. Ich habe ein Riesenproblem. Da ist sie. Okay, alles klar. Ich war doch schon soweit ganz richtig. Finde ich gut. Okay. Ja, ich drücke einfach E und dann geht das ganz von alleine, sage ich dir. Ohne Probleme. Zünden Sie diese Treibstoffleitungen. Du hast ihn gehört, Baker. Feuer! Aber gehen wir dann nicht auch in die Luft so ein bisschen? Ja. Ich hab dich, Baker. Einfach weiter schießen. Was, hier weiter auf oder was? Oh, ich sehe es ja kaum. Mein Gott. Okay, ich glaube, jetzt habe ich sie. Ich sehe Blut. Scheiße. Ja, fuck. Ich glaube, mit Mosley ist es geschehen. Ich glaube, mit uns leider auch. Gestorben. Für die gesamte Welt. Oha. Ja, das kann Call of Duty sehr, sehr gut. Muss man einfach mal so sagen. Und Odin legt los. Oh, hier Entdeckung. Alter Vater. Okay, jetzt kann ich ja ein bisschen... Ich glaube, ein Truck wird bei den Straßen hier nicht ganz so viel nützen. Jetzt ist es auch noch ein Jump'n'Run oder was? Hammer gut. Fahrrad. Wir nehmen einfach das Fahrrad. Ja, durchs Haus. Alles bricht zusammen. Wir gehen durchs Haus. Gute Idee. Clever. Wir müssen springen. Aua. Bin ich gestorben? Ich glaube nicht. Ah, ist nur ein offener Bruch. Alles gut. Kein Problem. Ey, lass mich hier durch. Ein Billardtisch, auf jeden Junge, erstmal ein Billard spielen, aber geil. Komm hier rauf, Logan! Alter. Lauf weiter, Ja, wo soll ich denn noch hin? Du bist ja witzig. Okay, wir haben schon mal einen Safe Point, das ist schon mal ein Vorteil, das finde ich gut. So, jetzt kann ich vielleicht so ein bisschen was mal zum Event sagen, wo ich heute war. Also wie gesagt, wir haben es jetzt kurz vor 11 mittlerweile. Oh, fuck. Wir haben es jetzt kurz vor 11. Bis 4 Uhr nachts ging das Event. Hotelzimmer wurde auch von Activision gezahlt, obwohl ich aus Berlin komme, aber das habe ich dann trotzdem mal in Anspruch genommen, um dort kurz zu rasten, mich nochmal frisch zu machen. Dann bin ich gleich nach Hause gefahren und da schlafen muss ich gar nicht erst. Musste ja auch noch jetzt aufnehmen. Das wäre sonst alles viel zu spät geworden. Okay, alles klar, hier Grandpa oder wer auch immer ist am Start mit dem Truck, finde ich gut. Mal sehen, ob wir das so heil überleben. Logan Walker, glaube ich, waren wir ja. Wen habe ich denn alles getroffen? Also grundsätzlich das ganze Event, Activision hat eine ganze Halle gemietet gehabt, die war riesig, es waren diverseste Promis und auch 6 große Promis, unter anderem Peter von PeteSmeet und Alberto und auch der Leadsänger von Culture Candela, dessen Namen ich immer wieder vergesse, haben VIP-Squads gebildet, Gewinnteilnehmer und befreundete Leute und so weiter durften daran teilnehmen und ich unter anderem war dann Mitglied beim PeteSmeet Squad, durfte also mit PeteSmeet Together auf der, mit PeteSmeet, also Peter, zusammen auf der Xbox One sein Team verstärken und vertreten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir so ein bisschen geloost haben, aber da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Ich habe viele, viele geile Leute getroffen und wir sind hier bei Call of Duty Ghosts mit der ersten Folge. Odin, ich nenne sie Odin. Die Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach. Eine leichte Beute. Wir kämpften. Gut, sodass
der Krater des Niemandslands führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Ja, wir haben mal wieder ein neues Endzeit-Szenario. Schön, schön, schön. Ich freue mich. Es ist, glaube ich, nicht so weit Endzeit wie zum Beispiel Black Ops 2, aber es ist halt geil und es ist Ghost und es ist episch dargestellt. Jetzt sind wir schon am Ladebildschirm, weil mein PC, glaube ich, nicht nachpuffert. Egal. Kann ich ja weiter erzählen. Finde ich gut. Wer war denn alles da bei dem Event? Wen habe ich getroffen und kennengelernt? Und mit wem darf ich mich jetzt Freund schimpfen oder Bekanntschaft schimpfen? Wie gesagt, mit Peter habe ich einen Abend verbracht. Wenn Peter das hier irgendwann mal sehen sollte, es war ein saugeiler Abend. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben bis 4 Uhr nachts gebechert und ein Bier nach dem anderen. Und, oh, das ging gar nicht mehr klar. Ich bin immer noch so saukaputt. Das war ja vor nicht mal 6 Stunden. Ich bin immer noch ziemlich im Arsch und freue mich auf mein Bett nachher. Ich werde mich definitiv nochmal hinlegen und den Tag über pennen. David Hein habe ich getroffen, ehemals Giga. Der macht jetzt auch sein eigenes Ding auf YouTube. Der war auch so kaputt. Oh, 10 Jahre später. Das ist ordentlich. Ah, Logan sind wir. Hammer gut. Die Mauer, genau. Okay, schöne neue Welt. 6. Juni. Und ein Hund, Riley. Ich wollte dich nicht wecken. Ich dachte, du kannst den Schlaf brauchen. Ruhig, Junge. Hör zu. Schön. Hey, Riley hat was entdeckt. Okay, das ist alles jetzt ein bisschen apokalyptischer. Was haben wir denn hier? Eine Honey Badger? Was? Eine M9A1, okay, und eine Honey Badger mit Markok, okay. Ich leg mich erstmal hin. So, David Hein getroffen, auch ein sehr, sehr netter Mensch, ohne Frage. Dieses ganze Event war natürlich nicht so fanboy-tourisch, weil es waren halt wirklich alles Leute aus der Branche, die man dann untereinander auch teilweise so ein bisschen kennt. Von daher war das alles ein bisschen familiärer, privater, direkter. Viele Leute aus dem Mediakraft-Netzwerk waren da, ist klar, hier in Berlin ist ja auch die, ist das Büro unter anderem, also die Space Frogs waren da, Liv Floyd, Frodo. Es war, wie gesagt, sehr schön, die habe ich auch kennengelernt, auch nette, nette Leute, die haben da echt Party gemacht, war super, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Wer habe ich noch getroffen? Alberto natürlich, der war ja auch beim Squad dabei, gegen ihn durfte ich an der Konsole zocken, was natürlich einfach schon Overkill ist, weil er ist halt ein Konsolen-Pro, da kannst du nichts machen, da ist einfach vorbei. Ach, wie habe ich noch getroffen? Wow! Fische! Sieh meine an. Also, Riley. Ein tolles Ding. Der gute Riley. Ein bisschen wild. Heute gibt es Rehkeule. Okay, wir können sprinten und rutschen. Okay, alles klar, ja. Das ist quasi so in die Deckung rutschen. Das ist ziemlich cool. Okay, sie sieht aber wirklich übel aus. Ich meine, da kommt ja jeder Parkourläufer, drittklassiger Parkourläufer rüber. Und Riley zeigt erstmal einen Arsch, sagst du. Zeigst du Eier, Junge. So gut wie. Müssen noch diese Seite der Mauer absuchen. Wir nehmen die linke Seite. Sollte schnell gehen. Treffpunkt bei der Tankstelle. Alles klar. Ja, und wir spielen dieses Kapitel natürlich nur, weil wir wissen, dass gar nichts passieren wird. Wir sind hier komplett safe. Es ist ein schönes Endzeit-Szenario, finde ich. Also was heißt schön? Es ist einfach alles zerstört. Also in Sachen Endzeit-Szenario ist es schön nicht, dass es halt geil ist, weil es ein Endzeit-Szenario ist, weil Endzeit-Szenario toll ist und ich nur darauf warte, bis die Apokalypse eintritt. Da ist jemand. Warte auf Riley. Greif dir das Ziel an, sofort ausschalten. Alle ausschalten. Okay. Es geht gerade schon krass los. Das sind halt echt so die ersten Feinde und die gehen gleich down natürlich. Föderationsteams. Diesen Monat schon 5. Ja. Erstmal mit der Pistole, sagst du? Alle Klärchen. Treffpunkt Ausguck. Wir müssen uns neu formieren. Verstanden, sind unterwegs. Ja, Jungs, ihr habt irgendwie den Falschen gesucht. Ich sag's ja nur ungern. Ah, das sind unsere Kollegen.
Oh, der Spaß geht. LOL! Da ist ja noch einer. Die habe ich gar nicht gesehen da hinten, die beiden. Scheiße. Ich glaube, wir hätten auch noch ein bisschen näher rangekonnt, aber ich wollte das einfach nicht. Ja. Alles klar, Hash macht den einfach mal kaputt, sagst du. Ja, kann nix hier. Okay, ich darf mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich muss halt erstmal echt reinkommen in das Ganze. Duck dich doch! Alles klar, Klimachani. Wir sind unterwegs, Junge. Wir kommen doch. Oh, Heli. Okay, alles klar. Wow. Okay, hier sind gut was an Feinde. Hier gibt's richtig Gemetzel. Oh. Lol, das ist ein feindlicher. Das hätte man mir auch erstmal sagen sollen. Okay, erstmal raufballern. Geh down, Junge. Geh einfach mal down. So ist das Ganze schon wesentlich besser. Okay, wir sliden mehr in die Deckung. Okay, es hat nicht funktioniert. Wow. What the fuck? Okay, helfen die uns von hinten irgendwie? Wir werfen mal eine Granate. Oh! Alter Vater, das war ja knapp. Schaut euch mal an, wie es hier abgeht. Ey. Der ist weg. Wenn wir hier so ein bisschen lernen. Oh. Nix da, Junge. Okay. Oh. Ganz schnell erstmal in Deckung. Okay, auf der Brücke scheinen keine mehr zu sein. Ich dachte, da sind Verbündete. Ach, da sind sie auch. Da oben sind sie, die Kollegen. Die decken uns den Rücken. So, durch die Blätter abgeschossen. Okay, doch nicht, der lebt noch, alles klar. So. Ich glaube, jetzt haben wir's, ne? Haben wir gut. Ich überlege gerade, wen haben wir noch getroffen beim Event? Hier. Na klar, Christian. Hyuga. Hyuga, grüß dich. Wenn du das siehst, keine Ahnung. Ja, gerne. Nehme ich. Ich habe gehört, da kommt jetzt gleich ein Helikopter. Irgendwo. Da kommt einer. Getroffen? Ja, hat er. Weg, die Sau. Okay, das Hammer. Entdeckung. Lenken Sie die Rakete mit dem Laser. Ja, sehr gerne, aber... Wo ist denn der Heli? Da ist der Heli. Ja. Der hat einmal kassiert. Nachladen. Lad schneller nach. Entdeckung. Das ist ja auch geil. So eine Lenkrakete, die du selbst zielen musst. Das hat ja auch sehr viel Style. Okay, ich glaube, jetzt hat der Heli genug. Ja, jetzt hat der Heli genug. So, kann ich hier wieder meine Waffe aufnehmen? Meine Honey hast du nicht gesehen? Honey. Ja, alles sicher. Oh, lol. Okay, kleinen Freeze. Scheiße. Ja, es zieht halt doch an der CPU. Und die Engine ist schon schwierig zu packen für die Technik. So, Riley hat auch alles überlebt. Ich sehe es schon, wie er am Ende der Kampagne sterben wird. Ganz bestimmt. Ja. So, wir steigen mal ins Fahrzeug. Und da haben wir es, glaube ich, sogar bald geschafft. Es wäre so lustig, wenn jetzt der Hund rausgucken würde. So, jetzt raus. Okay, alles klar. Oder rein? Nee, rein. Alles klar. Wir waren quasi schon außerhalb patrouillieren. Ich verstehe.
Ich dachte erst, wir wären innerhalb Patrouillen gewesen. So. Ich glaube, das war's jetzt sogar für die erste Folge. 20 Minuten später. Alter, ich kann nicht immer hier überall sein. Junge, es ist... Ja, es kann ja sein. Oh, okay, ein paar Jets in der Luft, ich verstehe. Ja, volles Militär hier, wir sind gut ausgerüstet. Ja, der ist ja da unten sogar. Lol, sich jetzt erst. Geil, da sitzt er voll drin erstmal auf jeden. Er chillt sein Leben. Okay. Alles klar, ich denke, hier reicht es fürs Erste. Wir sollen uns jetzt mit Hash bei Elias gleich melden. Den kennen wir ja auch, der hat uns ja gerettet gehabt aus dem Szenario, das wir gerade erlebt haben. Das reicht erstmal von der ersten Folge. Ich werde bestimmt demnächst nochmal ein bisschen was von dem COD-Event erwähnen. Und wenn nicht, wenn ihr irgendwelche Fragen über das Event habt, dann bitte gerne in die Kommentare. Ich beantworte da auch gerne alles, was geht. Ich sag an dieser Stelle Tschüss. Wie gesagt, ich bin der Nickels. Ich begleite euch durch dieses Let's Play. Es hat mich gefreut, die erste Folge hier zu drehen. Jetzt geht's natürlich gleich weiter nach einem kurzen Päuschen meinerseits. Ich glaube, es wird Zeit für den ersten Kaffee am Morgen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Tschüss.